Ja, einen herzerfrischenden guten Tag und herzlich willkommen zum jetzt, was hatte ich gesagt, 13. Für egal, auf jeden Fall zum nächsten Part hier bei Far Cry New Dawn mit mir, ja, mit mir, dem Rage-Kegel und hier meiner freundlichen Kollegin und Kollegen, ja, hallo. Hallo. Ja? Na du? Oh Gott. So, erstmal aufs Kärtchen gucken. Wir haben ja in der letzten Aufnahme hier ja so reichlich geschafft und so, ne? Also war ja richtig top. Oh, so, das wollte ich mal gesagt haben. Prost oder zum ja. Wohl oder Schuld oder was auch immer du hören willst. Alles Mögliche, ich nehme alles mit. So. Wir wollten uns jetzt erstmal hier um den Ausbruch kümmern, oder wollten wir noch... Nee, warte mal, wollten wir nicht erstmal hier noch einen weiteren Außenposten machen, beziehungsweise, dass ich erstmal die ganzen Level 1 Waffen soweit fertig kriege? Das können wir machen, wie du lustig bist. Wir können auch zuerst mal gucken, dass wir da oben noch zu der Selena gehen, da müssten, glaube ich, auch noch Level 1 Gegner rumgammeln oder sowas, keine Ahnung. Ach, stimmt ja. Oh, dann markiere ich das mal. So, Moment, da muss ich mal ganz kurz gucken, welche Waffen habe ich jetzt dabei. Genau, das waren jetzt, glaube ich, die Waffen, mit denen ich sowieso jetzt noch die ganzen Herausforderungen habe. Übrigens, in der Aufnahmepause, die ja jetzt, beziehungsweise am Ende der Aufnahme der letzten Folge, habe ich hier in Prosperity noch so zwei, drei Sachen abgegradet, die habe ich jetzt aber nicht in der Aufnahme gezeigt, weil das, ne? Drogen holen, Drogen holen, Drogen, Drogen, Drogen. Ha, Drogen! Was? Ich war das nicht. Ich habe nichts gemacht. So. Was ist mit dem Kind hier los? Weiß nicht, ich bin gerade in den Herausforderungen. Also drei Faustwaffen Amateur, viermal Raketenwerfer Anfänger. Flammenwerfer Anfänger 0 von 5 und hier Nahkampf Amateur 0 von 5. Okay. Lass das Kind Kind sein. Okay. Danke, dass du mich mitgenommen hast. Sehr freundlich. Mal gucken, was haben wir jetzt so für schöne Fahrzeuge, die wir noch spawnen könnte. Warte mal, eigentlich hätte ich gedacht, naja, gut, ist egal. Schon gar nicht mit Unterstützung. Hatten wir das schon? Ich weiß, dass wir das mal in der Aufnahmepause hatten, aber hatten wir das schon mal in einem Part? Ich weiß es nicht. Egal. Bist du drauf? Ja, hinten auf dem Geschütz. Alles klar. Alles klar. So, ich habe übrigens auch die Auflösung wieder runtergestellt. In der letzten Aufnahme war es leider auf 1920x1080 eingestellt. Aber ich wollte eigentlich, dass es die ganze Zeit auf 1280x720 läuft. Also, da die letzten Folgen sind auch ein bisschen groß geworden. Mit Hochladen und so, ne? Also hochgeladen ist ja noch nichts, aber es wird hochgeladen sein, sobald wir hier aufgenommen haben. Das hat jetzt keinen Sinn ergeben, aber egal. War hier noch was? Ist hier was auf der Karte? Moment, da müssen wir mal ganz kurz gucken. Karte? Ah doch, das war ja die Zockerfarm. Das ist abgehakt. Lass es! Hallo! Mensch, hier ist eine Mission! Bist du verrückt? Men stärkere Truppen haben, aber die Sekte hat sich nie ihr altes Kloster zurückgeholt. Jetzt machen es die Highwaymen zu ihrer Basis. Aha. Sie horten dort eine Menge Ethanol. Den Scheiß können wir gut gebrauchen. Was? Leerer Garten. Elsenbäuchchen. Oh ja. Hast du gehört, es ist wunderschön hier draußen. Ja, das stimmt schon. Hier ist es relativ wunderschön. Herausforderung abgeschlossen, Roadkill. Da war doch gerade was, oder? Nein. Doch klar. Nein. Jona,
Ich hab dir gesagt, was ich noch an Waffenkills brauche, ne? Fängst schon wieder an. Unfassbar. Ah. Es ist schön. Was war das für ein Tier, was ich da überfahren habe? Zwei Hasen, oder? Echt? Gott, die haben also, die, das ist für mich also, so aus. Ja. Ohne Mist, ich hab das nicht gesehen. Ich hab das wirklich nicht gesehen. Naja. Egal. So. Irgendwie zieht sich die Maus hier immer nach oben. Ich weiß auch nicht warum. Echt? Lass mal aus. Oh. Möchtest du den Feind nicht töten? Ich hab den gerade nicht so direkt gesehen. Gut gemacht. War es jetzt die Waffe, die er runtergeschmissen hat? Oder sie? Oder es? Ich hab keine Ahnung. Aber diese Waffe zählt ja auch als Faustwaffe, oder? Hab ich das falsch? Ja, zählt es. Da kommen Gegner. Moment, haben wir gleich. So, Forstwaffe Amateur habe ich fertig. Ja, ja. Das ist schon mal gut. Das viel Spaß mit dir. Ja. So. Also, das Ding wäre auch... Ah, warte mal. Ich mache mich mal kurz nützlich, ne? Jetzt steht ein kleiner Waldbrand. Echt? Ups. Das waren wir nicht, nein, nein. Das hat dir vorher schon gebrannt? Ja. Das ist immer so hier. Also, ne? In Hope Country ist es halt sehr, sehr brandheiß. Wir sind heiße Typen. Das auch. Warte mal, wie viel Munition habe ich jetzt noch? 1 von 1. Okay, also mit dem nächsten müsste ich jetzt nur noch 2 treffen, dann habe ich die Raketenkills auch fertig. Also auf Stufe, ne? Also, ne? Du weißt Bescheid. Die Stufe 1 Raketenwerferkills. Da wird wirklich die schwierigsten werden hier die Dings sein. Gegner. Ich sehe schon wieder was. Na, wer ist denn da? Hi. Brenne! Hast du Hunger? Immer doch. Barbecue! Schön gebraten direkt. Fleisch liegt so auf dem Grill. Scheiße, Feuer ist ja schon aus. Aber es ist trotzdem noch ganz durch. Oh, sehr schön. So, nochmal ganz kurz gucken. Flammenwerfer Anfänger 1 von 5, jawohl. Sehr gut, sehr gut. Hast du so schön gemacht. Ich wollte nicht unser Auto zerstören, deshalb habe ich ein paar Meter davor gezielt. Das ist auch vernünftig. Wobei es natürlich schon verlockend war, einfach aufs Auto zu zielen. Hättest du mich aber hier hochtragen können, ne? Oh, was haben wir denn? Oh. Gegner! Mahlzeit!
Von wo? Also so nicht. Ich glaube, es hackt. Huch! Alles gut bei dir? Jo, ich lebe noch. Ich habe ein paar Drogen eingesammelt. Aber es hat, glaube ich, einiges jetzt gebracht. Die ganzen Panzertapes? Bitte? Die ganzen Panzertapes hier möchtest du nicht einsammeln? Was für Panzertapes? Ich habe jetzt gerade hier vorne welche eingesammelt. Das hier ist ein Ort, den man abschließen kann. Falls es dir nicht aufgefallen ist. Nö. Ah, jetzt wird's mir angezeigt hier unten. 2 von 3. Also irgendwo muss hier noch eins sein. Hier vorne lag, glaube ich, eins. Da drin lag, glaube ich, eins. Und da oben lag, glaube ich, eins. Ah, hier vorne. Alles klar. Juhu! Schmutziges Tor. So. Mal ganz kurz gucken. Flammenwerfer und Raketen habe ich jetzt 3 von 5. SMG Amateur. Ist die bei mir auch schon Level 2? Ach, Tatsache. Cool. Nice. Aus dem Weg hier, Mensch. So, Schnauze. Es waren aber mehrere Tiere, oder bin ich da jetzt falsch? Ja, hier hinten müssten noch 3 Tote liegen, ja. Hä, sind die so weit geflogen? Nein, die habe ich mit dem Geschütz kaputt gemacht. Ach so. Ich dachte eigentlich, die wären hier vorne auf der Straße, hätte ich die überfahren. Da, also so hat sie jedenfalls ausgesehen. Ja, eins hast du definitiv kaputt gefahren, weil da stand Roadkill-Fleisch. Hm. Und zerstörte Haut. Okay. Na gut. Was soll's? Nehmen wir so mit. Sehr schön, sehr schön. Auch nicht die beste Straße hier zum Fahren. Und auch nicht das beste Fahrzeug für die Straße. Oh, da gibt's auch schlimmere. Die Stoßdämpfer halten das schon aus. Ist ja ein Fahrzeug von Herc, das hält das schon aus. Das ist Inquisors. Ah, guck mal, hier ist schon mal eine... Huch. Eine Kiste. Ach, ist das hier vielleicht das, das Lager hier von, oh Gott, wie ist er nochmal? Von John? Nee, von... Hier oben ist was. Das war eine der Bunker, ja. Oder hier... Ich weiß gerade nicht mehr von wem, aber das war einer von denen. Ich glaube, das war hier der letzte Bunker, den man einnehmen konnte, hier von John, oder? Hier hinten ist noch was. Moment. Ich wollte das gerade mal hier vorne hinflitzen. Nehmen wir gleich mit. Oh, hier geht's noch runter. Dann rein da. Juhu. Oh. Übersehen. So, 4 von 6 habe ich jetzt. Together we will march the Eden's Gate. Hm. Eden's Gate. Nee, no Eden's... civilians allowed. Weil ich hab's ja eh falsch ausgesprochen. Das ist doch scheiße.
mal hier so schönes. Oh, wieder ein schönes Bild. Ein Hundi. Autorisiert personell only. Oh, scheiße. Bin ich authorized? Ich weiß es nicht. Ich nicht. Hier ist noch was, falls du es nicht hast. Jetzt! So, ein Ömmel fehlt noch. Der Ömmel ist hier vorne. Oh, und da... Oh, das ist Celine. Du schaffst den Sprung. Ah, wenn du dran glaubst. Hoi. Nein, verdammt, schaff ich nicht. Oh mein Gott, Alter. Ich bin... Also, ich bin in der verficktesten Klemme, die es je auf diesem Planeten gab. Mhm. Ich baue diese Kräuter an. Weißt schon, Kräuter. Frag nicht, was für welche. Welche die wirken, weißt du? Drogen. Ich wandere hier so rum mit meiner Reiseapotheke und, dann fällt sie mir runter. Einfach runter. Über den Rand dieses Schlaglochs oder was das ist. Da ist ein Jahresvorrat selbstgezogenes Zeug drin. Und das hat mich vor 8 Mangelerscheinungen und 4 Infektionen gerettet. Allein in den letzten 6 Monaten. Mhm. Ich kann Neues anbauen, klar. Aber mal ehrlich. Nur unter uns, ja? Das Zeug da unten ist mein Lebensretter. Ich halte es nicht aus bis zur nächsten Ernte. Ach was, bis zum nächsten Monat. Menschen sterben heutzutage an den dümmsten Sachen. Hol mir mein Zeug und ich halte dich und deine Leute am Leben. Dann kannst du durch Gewalt sterben, wie dein Gott es wollte. Aber eben nicht durch, was weiß ich, einen rostigen Nagel. Ja. Story-Mission, ach wie schön. Ach, da unten liegt's schon, guck mal. Ja. Oh, da ist mir... Ah, warte mal, hier ist eine Leiter. Wow. Wie soll man da an die Leiter kommen? Gar nicht. Vielleicht soll man da einfach nur runterspringen. Irgendwie von hier durch oder drauf jumpen, ich weiß nicht. Oder von hier vorne mit Anlauf. Weil hier ja dieser Stab ist. Guck mal hier. Von hier aus müsste man darüber jumpen können. Kannst du mal austesten. Hör auf. Mhm. Es war so klar. Es war so klar. Ich komme! Finde einen Weg hinaus. Na, ganz toll. Oh, darf ich die gleich schlagen oder später? Alter, ich kann sie jetzt nicht ab. Die ist aber eine der Expertinnen, die wir retten. Das ist mir doch scheißegal. Interessiert mich überhaupt nicht. Und lass mich raten, hier sind Gegner drin, ne? Wer weiß. Also ich habe mein Flammenwerfer-Dings schon zur Not gezückt. Im Suchgebiet. Aber warte mal, hier vorne wahrscheinlich... Ach, hier ist ein Zettel, warte. Sektennotiz, der Kollaps ist da und wir sind nicht vorbereitet. Wir müssen hier alles schnellstmöglich hier aufbauen, wenn das ein Unterschlupf werden soll. Da ist schon wieder etwas Unsicht, aber keine Panik. Die 2 gelben Ventile regeln das Wasser. Wir können sie zudrehen, um das Wasser aufzuhalten, während wir reparieren. Aber wir müssen aufpassen, dass sie die zubleiben, sonst steht alles unter Wasser. Okay. Hilfe, schnell raus hier, würde ich sagen. Oh, das Wasser steigt aber verflucht schnell, Alter. Du solltest zurück zur Haupthöhle. Vielleicht hätte ich damit noch warten sollen. Hi. Hallo. So. Erhöhe den Wasserstand. Ich glaube, der hört sich gerade von selbst. Ja, aber wahrscheinlich geht's hier weiter. Oh. Ach. Ich bin voll. Okay. Ich nicht. Jetzt wiederum ist das Nichtsteigen des Wassers problematisch. Es muss steigen. Du musst mir Wasser besorgen. Sieh dich mal um.
Seele. Ja, so nicht. Na, also so nicht. Hey, ich bin ein heißer Typ. Oh, geil. Oh Gott, in dem Weg soll ich mir zurückmerken? Das kriege ich doch niemals hin. Deshalb schwimmst du ja auch voraus. Oh ne, oh nein. Jetzt wird getaucht. Nö, muss das sein? Na, warte. Alle Panik. Alle Panik in der Gegend ist für mich reserviert. Gibt's hier irgendwo Luft? Verbrauchst du den ganzen Sauerstoff in deinem Blut. Dann ertrinkst du doppelt. Das ist Anatomie-Grundwissen. Alter! Das war knapp. Das war richtig knapp. Ich wäre fast abgenippelt. Ich gerade noch eher, weil du noch den Weg nach oben blockiert hast gerade. Alter. So, dann sollen wir hier die... Also hier fehlt ein Ventil, ne? Ich drehe mal das eine hier schon mal auf, schräg zu. Vielleicht liegt hier irgendwo eine Notiz oder sowas, was man machen muss. Nö, hier unten liegt nur ein Basie. Vorne noch irgendwas? Hier liegt eine Munition. Hä? Das ist super. Das war, glaube ich, richtig. Ich weiß es nicht. Es war es nur mal so, aber ich habe auch reichlich Energie verloren. Es scheint richtig gewesen zu sein. Hier sind die nächsten Ventile. Was immer du da vorhin gezaubert hast, du musst es nochmal machen. Dreh an einem Knöpfchen oder wackel an einem Stecker oder so, um mehr Druck zu geben. Ja, warte, bevor... Halt! Bevor wir das machen, ich will noch mal ganz kurz gucken. Die Frage ist nur, wo müssen wir dann raus? Hier eine Notiz für dich. Oh Gott. Diese Nachlässigkeit beim Wassersystem wird uns noch das Leben kosten, wenn du alle Ventile aufmachst und vergisst, die Rohre zu öffnen, die das Wasser wieder rauslassen. Wird das Silo geflutet und wir werden alle sterben. Wir haben schon genügend Prüfungen auferlegt bekommen mit Hunger und Krankheit. Wir haben keinen Vater, der uns durch die dunklen Jahre führt. Die Flut würde uns sofort zur Strecke bringen. Ah ja. Du hast die Ehre, das letzte Ventil zu öffnen. Oh Gott. Wobei, das hier... Ja, das hier stimmt ja. Das hier ist ja sogar ein Rätsel, ein kleines. Öffnet alle Eingangsventile und schließt alle Ausgangsventile, um einen dunklen Wassertank aufzubauen. Das hier ist der Wassertank. Das gelbe hier. Also sind das die Ausgangsventile. Das heißt, da geht das Wasser raus. Und wir sollen ja alle Ausgangsventile schließen. Dann schließen, dann... Das war schon zu. Oder? Nee, das ist nicht offen. Passt. Entkomme dem steigenden Wasser. Ich sag's ja nur, okay?
Wir müssen warten. Hallo, was soll... Ja, super. Oh Gott. Ich hasse solche Missionen. Wollte es nur gesagt haben. Also halb so wild. Hier gibt's auch nur kleine süße Ratten. Für mich ist nur das Schwimmen das Problem. Und Alligatoren, die uns verfolgen. Zumindest hat sie vorhin von Alligatoren geredet. Oh Gott. Diesmal soll sie ihre scheiß Medikamente alleine holen. Wieso kommst du da rauf und ich nicht? So ein Scheiß hier. Oh, nicht. Ich kann's. Nee, so kann ich nicht hauen. Du kannst da auch, glaube ich, einfach draufballern. Haben wir gleich. Danke. Immer noch Schlangen, na bravo! Und die besagten Alligatoren von Fulden sind bestimmt auch nicht weit. Oh Gott. Naja. Ich habe mir mal erlaubt, hier eine Stange zu töten. Ich war mal so frei. Erzähl das bloß nicht Peter. Wenn sie mir das am Arsch vorbeigeht. Die Hunde vorhin habe ich auch gegrillt, weil sie uns angegriffen haben. Oh. Und wo es Schlangen gibt, gibt's auch Krokodile. Oh, nee, warte, das war Wasser. Entschuldigung, ich habe ein bisschen Feuer gelegt. Ich warte da mal, bis das alles abgebrannt ist. Oh ja. Und zumindest so weit, dass ich durchkomme. Jetzt kurz gucken. Ach, hier ist noch Pistolenmunition, die brauchen wir nicht. Die Notiz hast du schon gelesen? Welche Notiz? Die hier vorne hängt. Nö, aber noch nicht. Wir lagen im Sterben, abgestumpft, krank und am Verhungern, bis Joseph... Ach, Joseph war's. Höchstpersönlich oben am Silo auftauchte, alles was er gesagt hatte, war eingetroffen. Und ich hatte es gewusst, ganz tief in meinem Herzen wusste ich, dass der Vater lebt. Und ich habe mehr Vertrauen in je denn je. Also in ihn denn je. Also, egal. Er sagt, dass wir die alte Welt hinter uns lassen müssen. Und das ist in Ordnung, weil ich diesen verdammten Ort nie wieder sehen will. Soll doch alles buchstäblich untergehen. Ich steige hinauf in ein neues Eden.